Ich wollte eigentlich schon seit längerer Zeit zur Insel Uffenau fahren und einen kurzen Film drehen. Und heute ist es soweit. Das Wetter ist wunderbar, die Sonne scheint und es ist warm. Und so auf nach Uffenau. Wir haben heute Glück und wir fahren auf einem historischen Schiff. Das ist der Raddampfer Stadt Rapperswil. Dieser Dampfer verkehrt auf dem Zürichsee von April bis November auf der Route Zürich-Rapperswil-Zürich. Gebaut wurde dieses Schiff im Jahre 1914 von Escher Wies & Company in Zürich. Am 29. Mai 1914 lief es vom Stapel und wurde am Pfingsten 1914 in Betrieb genommen. Hier sehen wir den Antrieb. Es ist eine Zweizylinder-Dampfmaschine von Escher Wies mit einer Stärke von 500 PS. Von 2003 bis 2006 wurde dieses Schiff unter Mitwirkung der Denkmalpflege erneuert. Es erhielt brennstoffsparende Kessel, neue technische Installationen und elektrohydraulische Steuerungen zur Reduktion der Besatzung. Nebst den technischen Erneuerungen wurde der Fahrkomfort für die Passagiere erhöht und Arbeitserleichterungen für die Besatzung umgesetzt. So wurde die Gastronomie einer eingehenden Erneuerung unterzogen, eine größere Küche eingebaut und ein Warenlift von der Küche über das Hauptdeck bis ins Oberdeck verhalf dem Personal zu erleichterten Arbeitsbedingungen. Das Schiff ist 59,1 Meter lang, 13,5 Meter breit und erreicht eine Geschwindigkeit von 27 Stundenkilometern, was 14,6 Knoten entspricht. Es kann 750 Passagiere transportieren und die Besatzung besteht aus 6 bzw. 8 Personen. Mit diesen Fähren betreibt die Zürichsee-Fähre Rorgemahlen AG ganzjährig den Fährbetrieb auf dem Zürichsee zwischen Horgen und Mahlen. Inzwischen haben wir die Halbinsel Au erreicht. Sie liegt in der Mitte des Zürichsees zwischen Horgen und Wedenswil. Bis ins 19. Jahrhundert war sie von Eichenwäldern bedeckt. Der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock besuchte die Au 1750 und schrieb eine Ode über die Schönheit der Halbinsel am Zürichsee. Und das ist die Insel Uffenau, zu der wir jetzt gerade fahren. Thank you.
Ufenau ist die größte Insel in der Schweiz und liegt zusammen mit der Nachbarinsel Lützelau in der Nähe von Pfäffikon im Kanton Schwyz. Die Insel gehört zum Gebiet der politischen Gemeinde Freienbach und ist Eigentum des Klosters Einsiedeln. Aufgrund der idyllischen Lage, der landwirtschaftlichen Schönheit und biologischen Vielfalt sowie der äußerst seltenen kulturhistorischen Kontinuität genießt die Ufenau einen in der Schweiz einmaligen Schutz. Schon während der Römerzeit stand auf der Insel ein gallo-römischer Tempel. Seine Fundamente sind in den Grundmauern der Kirche St. Peter enthalten. Eine erste Kirche wurde wahrscheinlich im Jahr 500 an der Stelle der heutigen Kapelle St. Martin errichtet. Im 10. Jahrhundert ließ die schwäbische Herzogin Regelinda die Kirche St. Peter erbauen. Daneben ein Wohnhaus, in dem sie zusammen mit ihrem jüngsten Sohn, dem später heilig gesprochenen Adalrich, lebte. Es ist Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Jetzt verlassen wir die Insel, aber sicher werden wir nochmals dorthin fahren.